Ja, und damit willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir haben die letzte Ladung gut abgeliefert. Eigentlich kann es direkt weitergehen. Mal schauen, was wir hier für ein Auftragsangebot haben. Na, steht nicht mehr auf dem Punkt drauf. Ich würde gerne mal wissen, was du hier im Angebot hast. Denn wir müssen ja weiter nach Osten vor. Kairo, Halle, das ist ja alles nicht das, was wir haben möchten. Dann werde ich das Ganze mal hier sortieren, wollte ich schon sagen. Ich muss hier einmal in den Frachtmarkt rein. Auftragsangebot, schauen wir mal nach. Frachtmarkt, was wir hier so zur Auswahl haben von unserem Standort aus. Das sieht alles nicht so gut aus, in die falsche Richtung. Okay, Polen wäre schon interessanter. Das liegt aber alles zu weit im Westen von Polen. Brest. Ich glaube, es wird Brest werden. Gefrieranlagen, 24 Tonnen. Ja, Slowenien, Slowakei ist alles nicht so gut. Graz auch nicht unsere Ecke. Und hier ist die Vergütung auch relativ bescheiden. Dann nehmen wir die Gefrieranlagen an. Und machen uns dann direkt mal auf den Weg, würde ich sagen. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Ja. Wo steht denn der Trailer? Gute Frage. Direkt hier auf dem Nachbarhof scheinbar. Das ist natürlich eine feine Sache. So, kurz mal die Ansicht wieder ändern. Scheibenwischer ausschalten. Na gut, das heißt, eine Tour noch. Und dann sind wir wirklich in Russland. Beziehungsweise erstmal in Weißrussland, aber das passt doch dann. So viel Zeit haben wir nun noch nicht verloren. Noch ein bisschen Geld verdient nebenbei. So. Schauen wir uns mal hier das Auftragsangebot an, beziehungsweise suchen wir uns den entsprechenden Auftrag aber eben raus. Brest Gefrieranlagen, genau, das ist der, den wir mit GPS getrackt haben. Und da hinten steht das gute Stück auch. Das sieht aber auch mal seltsam, ich jetzt nicht sagen, ne? Aber ungewohnt. Also ich mal langsam ranfahren. Okay, dann einmal auftrailern oder aufsatteln. Und dann gucken wir uns das Ding mal von außen an. Das sieht ja schon. Boah. Macht doch was her. Ja, dann auf ans Werk. Ja, knapp 500 Kilometer. Das ist auch machbar. Dann wollen wir uns erstmal wieder Richtung Autobahn durchkämpfen. Ich denke, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir hier noch mal das Fragezeichen mit. Wer weiß, wann wir mal wieder in dem Ort hier sein werden. Ja, gewährtes Navi. Wir machen nur einen kleinen Umweg, keine Sorge. Was haben wir hier noch? GLS, ja, Logistik, Logistik. Ja, schade, dass sie uns keine weitere Fahrt angeboten haben, aber vielleicht fehlt mir da einfach noch der Fernfahrtskill. Ich weiß nicht, ob der davon abhängig ist, welche Touren mir angeboten werden. Das weiß ich da nicht so ganz genau. Und wir haben zwei grüne, aber lieber nochmal nachschauen. Ja, tanken. Ja, da kann ich eigentlich direkt mal nachgucken. 965 Kilometer sind auch im Tank drin. Das langt auf jeden Fall. Zumindest für die Touren, da können wir schön in Weißrussland dann tanken. Auch wenn wir Mr. Diktator eigentlich nicht so das Geld in den Rachen schmeißen wollen. So, wir haben grün, perfekt. Na,
Na, er hat ja auch ein bisschen Probleme beim Abbiegen, scheinbar. Und hoffentlich bleiben wir jetzt hier nicht auf der roten Kreuzung stehen. So, jetzt fahr mal. Kein Ticket. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall hier auch an dem Fragezeichen vorbei. Ich weiß nicht, ob es ein Händler ist oder vielleicht auch nur eine Arbeitsagentur. Aber was man hat, hat man. Ja, es sieht nach Arbeitsagentur aus. Ich hoffe mal, die kriegen wir jetzt so, um auf den Hof zu fahren. Jo, das ist gut. Und zur Belohnung gibt es eine rote Ampel. Ja, können wir uns ja theoretisch schon mal die Strecke ein bisschen genauer angucken. Ja, wir fahren erstmal Richtung Norden. Ja, das heißt ein bisschen. Das wird eine ganze Weile Richtung Norden gehen und dann irgendwann wieder nach Osten abknicken. Und die Fahrt wird auf jeden Fall, ja, ich sehe gerade, das könnte auch mit der Pause ziemlich eng werden, ne? Pause 8 Stunden 45. Und Fahrzeit haben wir 8 Stunden 2. Ja, fast hier. Voll lauter rumgedaddelt, die rote Ampel nicht gesehen. Ja, das muss von der Fahrzeit auf jeden Fall aufgehen. Es sei denn, wir haben jetzt hier irgendwie noch ja, mehrere rote Ampeln oder was weiß ich. Aber ich bin da mal optimistisch. Hallo. Schöner Mercedes. Kostet ein paar Euro, aber naja. So, das Navi erstmal wieder einstellen. Ja, schicker Ort auf jeden Fall. Der hat hier aber auch mit guter Geschwindigkeit rein. Also ich nehme jetzt die Folge auch zusammen mit der letzten Folge auf. Also ich konnte jetzt dann noch nicht irgendwie auf Kommentare groß drauf, also eingehen schon, klar, das sehe ich natürlich, aber ich konnte jetzt noch nichts irgendwie umsetzen, was ihr mir in der letzten Folge gesagt habt oder vielleicht auch geraten habt. Das passiert dann auf jeden Fall in der darauffolgenden Folge. Und ich denke mal, dass ich dieses hier auch am Stück durchziehen werde. Und die letzte war, glaube ich, so... Wie lang war die denn? 48 Minuten oder sowas in dem Dreh? Und dann denke ich mal, kommen wir hier so auf eine halbe Stunde in etwa. Und dann sind wir auch vollkommen im Soll. Sind wir jetzt mal hier aus dem... Ja, das ist ja die Strecke, die wir gekommen sind. Aber wir kommen jetzt langsam aus der Stadt hier wieder raus. Können wir hier ein bisschen Strecke machen. Wirklich vorangekommen bin ich auch noch nicht. Wie viele Kilometer? 5? Ja, und hier ist 50. Wundert mich eigentlich. Sieht doch eigentlich ganz gut ausgebaut aus. Ja, unser Geld 85.000. Und wir kriegen für die Fahrt jetzt 722 Euro. Naja, damit können wir auf jeden Fall unsere Rate bedienen. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut, wir haben noch ungefähr einen Kredit von, ich glaube, knapp 90.000 Euro offen. Aber das heißt auf jeden Fall, dass wir unseren Truck schon mal so gut wie drin haben. Warum? Schalte ich hier den Scheibenwischer ein.
So, hinten nicht hängen bleiben, das darf jetzt nicht passieren. Und dann geht es hier Richtung Lodge. Frage ich mich zwar, warum hier 40 ist. Aber dann sieht das hier nach keiner Autobahn aus, sondern nach Landstraße, glaube ich, ne? Na, gucken wir mal. Das ist schon wieder ein Geholpere hier. Aber sollte die Geschwindigkeit auch vielleicht angepasst sein. Können wir schon mal aufs Gas treten. Setzen wir einen Blinker, dass wir gleich mal rüberkommen. Wenn man uns denn lässt. Das kann ich noch rüberziehen. Sonst verhungere ich auf der linken Spur und dann beschwert sich der rückläufige Verkehr auch wieder. Muss er denn jetzt auf der linken Spur fahren? Ja. 2. So, meine Damen und Herren, wir nähern uns langsam der Reisegeschwindigkeit. Sie können ihre Kurschulung wieder lösen. Eieieiei. Aber ich denke mal, wenn es so weitergeht, brauchen wir definitiv die Pause nicht einzulegen. Dann sparen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ja, 438 Kilometer, das ist natürlich, ja, wie weit ist denn das? Vergleichswert, Flensburg, kurz hinter Hannover, irgend sowas die Ecke. Oder Frankfurt, knapp nach München, da sind so mehr als 600, glaube ich. Aber bei dem Wetter, ne? Ist ja auch idyllisch hier. Wie sieht denn ihr das eigentlich? Wer ist die Geschwindigkeitsbegrenzung im osteuropäischen Teil, sag ich mal, wieder höher ist? Soll ich dann auch 130 fahren oder soll ich mich dann doch lieber an die offizielle oder an die offiziell erlaubte Geschwindigkeit halten? Ich meine, 130 könnte mit der Physikmod hier schon ein bisschen eng werden, glaube ich. Vor allem mit Ladung. Das fängt dann, glaube ich, schon ganz gut hier an zu rumpeln. Eis! Gib mir ein Eis! Ich würde jetzt fast ganz gerne mal hier an die Tankstelle ranfahren zum Checken der Benzinpreise, aber ja, ich möchte jetzt lieber mal ein bisschen Strecke machen. Das ist auf jeden Fall eine Tankstelle, die man kennt. Ist eine echte. Ja, scheint es einfach doch zu funktionieren. Einfach mal die Augen ein bisschen offen halten bei den nächsten. Weil Lotus kannte ich zum Beispiel nicht vom letzten Mal. Oh, das, wir können nicht rüber, wir können nicht rüber. Das war knapp. Und so wie ich den guten Verkehr hier kenne, wird er hier gleich wieder beschleunigen. Dann stehen wir wieder hier wie bestellt und nicht abgeholt auf der linken Spur.
Jo, das habe ich gesagt. Gut, aber er fährt eh ab. Ich muss Überholen noch definitiv sparen können. Mensch, das ist idyllisch hier. Oh, Geschwindigkeit. Ich sehe keine Blitzer. Ich merke ja schon, ich werde hier langsam wieder ein bisschen übermütig. Das muss ich einfach mal reinziehen, ne? Ich verdiene jetzt für die Fahrt 722 Euro. Dann sind da 200 von weg. Zack, sind wir bei 500. Das sind ja sogar noch mehr als 200. Dann sind wir schon bei 480, 460 so in dem Dreh. Dann kommt noch die Rate, 500 Euro. Dann sind wir schon bei minus ein paar zerquetschte. Da droht mir hier bald die Privatinsolvenz. Ich meine, hier geht es schon bergab, ne? Ich möchte aber jetzt wirklich nicht geblitzt werden. Das wäre zu nervig. Und da vorne rechts ist nämlich auch schon ein Schild. Radarkontrolle. Na, hier ist auch das gute Stück. Kann ich ja jetzt wieder ein bisschen aufs Gas treten. LKW. 1 km/h noch. Ich muss ja auch noch mal demnächst mal die Sitzposition, glaube ich, ein bisschen anpassen. Und ich nehme dann auch eventuell mal das eingeblendete Navi weg. Ich meine, wir haben ja ein eingebautes Fahrzeug. Ist ja eigentlich überflüssig. Und ich wollte mal zur Werkstatt fahren. Nicht, weil ich irgendwie was zu reparieren hätte, sondern einfach mal, um zu gucken, was es so für Anbauteile gibt. Das würde mich ja schon mal interessieren. Auch wenn wir natürlich nicht so viel Geld ausgeben können. Also eine Kleinigkeit vielleicht. Meter noch, dürfen wir abbiegen oder müssen abbiegen, sonst gibt es wieder eine kleine Detour. Was haben wir? Vorgabe 60. Gas, Kollege. Dankeschön. Ja, genau. Schön rechts überholen, so macht man das hier. Kannst gleich mal den Führerschein abgeben. Jetzt ein LKW-Fahrer ausbremsen, ne? Ja, ja, ja. So habe ich es gerne. Ja, und so wie es vorhin bergab ging, geht es jetzt ja auch schon wieder bergauf, aber so schleichen, man sieht es gar nicht richtig, aber hier gut zu kämpfen. Dann können wir hier nochmal unsere Auftragsziele überprüfen, also 4 Stunden 39 noch ungefähr bis zum Ziel. Ja, 5:37, das ist bis zur Pause. Das ist ja ganz entspannt. Das habe ich mir da so im Kopf gemacht vorhin. Das ist doch super.
10 Stundenkilometer noch bitte. Dann sind wir wieder auf Lichtgeschwindigkeit. Und ich glaube, ich werde mir auch mal für das spielinterne Radio irgendwie mal ein paar vernünftige Tracks raussuchen, weil das ist. Ich habe das letzte Mal die einfach nur beim Schneiden dann überlegt und weiß ich, ich würde auch ganz gerne ein bisschen was hören. Aber es ist halt immer so schwierig, also mit den ganzen Copyright-Geschichten, da wenn man das hochlädt, da muss man ein bisschen suchen. Und ich möchte auch nicht immer den gleichen Kram da irgendwie reinbasteln. Eigentlich hätte ich auch mal Bock auf so richtige Trucker-Mucke. Zumindest mal für ein paar Folgen. Ich werde einfach mal ein bisschen suchen die nächsten Tage, wenn ich Zeit finde. Also unter der Woche wird es zwar ein bisschen schwierig mit Zeit finden, aber weiß ich. Ich werde uns da schon was Schönes, Angenehmes raussuchen. So, 250 Kilometer noch knapp. Super schön. Licht kann ich einfach mal gut anschalten. 5:30 gleich. Ah, so eine super ausgebaute Straße hier. Da bleiben noch keine Wildschirme offen eigentlich. Na, da scheint hier aber was in das Baumaschinen vor uns, ne? Vielleicht kommen wir noch mal in den Genuss, den Kollegen zu überholen. So, ich setze mal den Blinker. Hier ist eine Radarkontrolle. Baustellenbereich. Da geht es auf 50 runter. Sieht mir auf jeden Fall aus, als wenn wir rüber können, oder? Dort ist man langsam an, dass der PKW-Fahrer auch Bescheid weiß. Und wo ist die Frage? Diese Spur, linke Spur? Ich glaube fast die linke, ne? Na, ich glaube erstmal hier. Bei unserer Geschwindigkeit haben wir auf jeden Fall noch Zeit, um uns da ein bisschen drüber klar zu werden. So, zieh dich mal hier hoch jetzt. Auf jeden Fall die linke Spur. Dann würde ich mich jetzt mal freuen, wenn ihr da vorne mal ein bisschen Gas gebt. Ich verhungere doch sonst auf dem Berg. Ach, hier fährt nichts. Schalten, sonst geht es hier gleich wieder rückwärts. Jo, Hälfte haben wir auch geschafft. Und dann geht's. Was ist denn mit dem LKW hier los? Das ist kein LKW, das ist ein Wohnmobil. Was hat der denn drauf gehabt? 180? Oh ja, ob er da will. Ja, der fährt auch als LKW-Zulassung, oder nicht? Oh ja. Keine Ahnung, was dürfen die denn fahren? Mehr als 100 doch auch nicht. Nicht mein Problem. Naja, bisschen früh am Blinken, aber lieber zu früh als zu spät. Das finde ich auch mal richtig nervig, wenn Leute so spät blinken. Oder mit dem Abbiegen am besten erst den Blinker setzen.
Da ziehen wir uns hier wieder den Berg hoch mit unseren Gefriermaschinen. Was sind das genau? Gefrieranlagen? 24 Tonnen. Oh, hinter uns gucken wir in den Rückspiegel linken. Sieht auch geil aus mit dem Flugzeug. Das habe ich auch. Wann war das? Am Freitag bin ich Fußball gucken gewesen. In Hamburg. Gegen Frankfurt war das. Und da fliegen ja auch die Jets direkt über das Volksparkstadion. Das sieht auch echt ziemlich geil aus. Beeindruckend auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen Bundesliga geguckt, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es schweinekalt gewesen ist, ne? Muss man sich auch mal überlegen, vor, ich weiß jetzt nicht, vielleicht vor einem Monat, anderthalb, war das noch tierisch warm bei uns. Eigentlich in ganz Deutschland, ne? Und jetzt ist wieder Zittern und Bibbern angesagt. Bin ich denn hier aktuell? Ah, okay. Geile Brücke. Auf die Geschwindigkeit achten, ja, aber es ist in Ordnung mit 80. Hier ebenfalls. Jetzt können wir mal kurz rübergehen. Dann müssen wir auch gleich schon wieder abbiegen. Sieht schon echt geil aus. Also kann man jetzt sagen, vor allem so in den Morgenstunden, in den Abendstunden wie jetzt, kann sich das Spiel durchaus sehen lassen. So, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Gehen wir lieber auf die rechte Spur, ist eh nur 60. Kann er mit seinem Fünfer da auch weiterfahren. Oh. Da bin ich wohl falsch gefahren. Ich hoffe, ich kann da so vernünftig drehen gleich. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Nicht, dass ich jetzt hier komplett irgendwie in die Walla Pampa gefahren bin. Och, Mann. Das sieht ja gar nicht so gut aus, ne? Wenn ich mal ehrlich sein soll. Also im Prinzip muss ich wirklich hier nur einmal umdrehen. Ja, wie mache ich denn das am besten? Das kann jetzt noch interessant werden. Wie ärgerlich. Na, hier über den Zebrastreifen ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Mal gucken, ob ich hier an der Kreuzung verwenden kann. So, Leute. Ich muss es hier abbiegen. Was habe ich da gerade gesagt? Das sieht ja sogar ganz gut aus. Soll das ein Scherz sein? Ich glaube schon. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Bullerei. Das heißt es gleich, ja. Sie da. LKW aus Deutschland. Was machen Sie da? Oha. So sieht das hier vorne aus im Platz. Ah. Einigermaßen. Boah, das ist aber super knapp gewesen. Danke an alle, die das hier ertragen haben. So, müssen wir hier aufs Navi mal genau schauen. Das ist verwirrend hier die ganze Spurführung für mich gerade gewesen. Aber das lag wahrscheinlich auch wieder daran, angefangen zu schnacken und nicht geguckt, wo es hingeht.
Also wir fahren auf dieser Spur doch hier weiter, oder? Ja. Laut Navi sieht es ganz gut aus aktuell. Ja, ich denke, wir sind wieder auf der Strecke. Bin ich irgendwie einmal komisch im Kreis gefahren. Einmal die falsche Spur erwischt und zack, ist es vorbei. Was bin ich froh, dass es dann nirgends geknallt hat gerade. Das hätte auch schneller passieren können. Mal gucken, dass hier auch kein Schaden in unserem Gespann ist. Das sieht wunderbar aus. Und der heizt sich auch gut durch. Dafür auch 80. Was haben wir vorne? Polizei? Krankenwagen? Irgendwas blinken ist auf jeden Fall. So, 50. Und 70. Es geht auch Schlag auf Schlag hier. Nächste Pause in 2 Stunden 7. Ankunft in 2 Stunden. Das ist ja mal eine Punktlandung. Ja, durch dieses Manöver gerade, habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit verloren. Aber noch nicht genug, um das jetzt hier irgendwie nervig werden zu lassen. Schön ein bisschen über Landstraße, überholt, soll er machen. So. Das, was dem Fahrer hier gerade aufgefallen ist, von wegen Müdigkeit, das geht mir auch schon so. Aber ich wollte natürlich nur mal hier die Verkehrsmod zeigen. Die jetzt am Hupen sind und hier am Rumdrängeln schon. Wir machen die Straße nochmal dicht. Hupen sie wieder? Na, gerade nicht. Na gut, allzu viel Zeit darf ich auch nicht verlieren. Sonst heißt es nämlich gleich. Keine Lenkzeit mehr. Das wäre auch etwas ärgerlich. Ja, wir sind jetzt über der Lenkzeit. Ich weiß nicht, ob es Strafen gibt. Ich muss jetzt mir was überlegen. Entweder schneller fahren als erlaubt oder eine Pause machen. Aber wir haben nur noch 5 Stunden Rest, also eine Pause ist da nicht drin. Ich muss jetzt hier durchheizen. Oh, LKW bleibt ganz. So, das war schon mal Punkt 1. Glück gehabt, dass der Bahnbürger nicht Zugang ist. Dass sie nicht aus den Kurven rausfliegen. Ist das denn eventuell auch irgendwie von der Mod gewesen? Also, dass wir jetzt, dass die Zeiten und die Aufträge ein bisschen dichter getaktet sind? Dass man nicht mehr so viel Zeit hat. Meine Restzeit, 5 Stunden, ist jetzt nicht mehr die Welt, ne? Wenn wir jetzt eine Pause machen, ist es vorbei. So, jetzt lass es auch mal hier ein bisschen bergab gehen. Ich muss Geschwindigkeit aufnehmen. Ein bisschen überziehen. Der hat sich ja ziemlich einen aufgesackt, unser Fahrer. Beziehungsweise ich bin's ja. Mann, du. Also ich kann nur die Geschwindigkeit so lange erhöhen, wie wir hier negativ von der Zeit sind. 1,3 bis zur Pause. 1,7 bis zur Ankunft. Oh Mann, das passt mir gar nicht, dieses Rumgeheizte.
Links ist frei. Über hier. Sehr stark abbremsen. Linker rüber, Spur wechseln. Junge. Pause 55 Minuten. Ich hol's nicht rein. Nicht, wenn wir die ganze abbiegen müssen. Vorfahrtsstraße haben wir schon mal. Das heißt, ich darf hier rüber. Baustellenampel. Da muss ich mich ein bisschen beeilen. Weil die Baustellenampeln kennt man ja. Die sind stundenlang immer irgendwie rot. Pause 46 Minuten. Also 8, sagen wir mal 10 Minuten sind wir drüber. Ich hoffe mal, dass wir hier ein bisschen auf Touren kommen und dann noch ein bisschen Gas geben können. Und ich weiß auch nicht genau, was günstiger wäre. Eine Lenkzeitüberschreitung zum einen oder überhöhtes Tempo zum anderen oder zu späte Abgabe des Auftrags, also verspäteter Liefertermin. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall jetzt die Augen offen halten, auch wenn ich auch schon ein bisschen müde bin. Ich darf jetzt hier in keinen Blitzer reinfahren. Aber wenn der hier in so einem Busch steht, habe ich natürlich auch verloren. Dann ist das vorbei. Ich fahre jetzt hier mit 95, da könnte ich natürlich wieder ein bisschen Zeit aufhören, weil es unverantwortlich ist, wenn man ehrlich sein soll. Der Truck ist auch böse schon am Schlenkern. 26 Minuten. 29 Minuten bis zur Ankunft. Ja, das scheint hier gleich die Grenze zu sein nach Weißrussland. Ich muss jetzt hier runter von der Geschwindigkeit, das geht gar nicht anders. Ja, an der Grenze, da schöpfen sie sonst bestimmt das Geld ab. Ich nehme zusätzlich mal hier eine Stelle suche, an der ich gut durchkomme. So, danke, weiter. So, 20 Kilometer Fahrt noch. Ja, das sieht gut aus. Können wir hier schon die Spur wieder wechseln? Oh. Das muss ich definitiv mit 30 lang tuckern. 18 Minuten, na, das wird nicht. Also das kann ich jetzt abhaken. Pause machen wir jetzt auch nicht angebracht. Wir ziehen jetzt das durch und hoffen mal, dass man vielleicht erst ab einer halben Stunde irgendwie auf den Deckel bekommt. Weißt du, in Deutschland ist es, glaube ich, als LKW-Fahrer so, da drücken sie ganz gerne nochmal ein Auge zu, also ein paar Minuten. Meistens. Aber in Frankreich zum Beispiel, da kostet es Schweinegeld direkt. Eine Minute Lenkzeitüberschreitung, bam. War es das direkt? Moin, moin. So, dann werden wir heute mal ausnahmsweise die Spur hier benutzen. Maut bezahlt, 4 Euro kann ich mit leben. Mit 4 Euro kann ich leben, aber. Ja. 3 Minuten Pause. Du kriegst ja immer. Der Fahrer sollte sich auch mal ausruhen, glaube ich. Der ist nicht mehr ganz so fit. Hört sich nicht mehr so an. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall abbiegen. Hoffentlich keine Ampeln mehr, alles nicht mehr so ein Murks. Der parkt ja auch super hier. Das
bloß nicht mehr irgendwo hier gegenkarren jetzt am Ende. Ich habe sie eigentlich ganz gut zum Ende gebracht. Pause, 0 Minuten. Bitte nicht. Ampel bleibt grün. Ich bete ja gerade, dass keine Ampel mehr kommen. Na gleich bestimmt. Wir stehen auf dem Hof, kurz vorm Absatteln und dann kommt das Ticket reingeflattert. 500 Euro. Und ich glaube, ich überspringe das jetzt hier auch mit dem Einparken. Na, was heißt überspringen? Soll ich es überspringen? Soll ich es nicht überspringen? Ich versuch's einfach. Ich meine, wir können ja jeden Cent gebrauchen. Natürlich jetzt hier ein Ritt auf der Bananenschale. Ich werde es versuchen, den ja irgendwie gerade zu basteln und dann den ja schnell in die Lücke rein zu quetschen. So. So gut aus, ne? Ich krieg ja noch irgendwie reingedeichselt. Ich will mich jetzt nicht nochmal vorfahren müssen. Hoffentlich geht das so. Bitte. Ja! Schnell hier raufdrücken. Oh. War das knapp, Leute. Aber ausgezeichnet abgeschlossen. Oh, ich bin zufrieden gerade. Erfahrungspunkte gab es auch ein bisschen. Also, wunderbar. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder hoffentlich. Also, bis dann, ciao.